Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Jahrzehnten haben wir immer wieder eine Debatte über einzelne Pflanzenschutzmittel gehabt, erlebt. Denke Namen wie DDT, E605, Parathion oder Atrazin sind vielen Menschen hier im Raum immer noch ein Begriff, obwohl diese Mittel bereits seit Jahrzehnten verboten sind. Ich glaube auch, man kann eins feststellen: Keine Debatte über ein Pflanzenschutzmittel wurde dermaßen heftig geführt und wird dermaßen heftig geführt wie die Debatte zu Glyphosat. Die Frage ist im Moment: Wird Glyphosat weiter zugelassen oder nicht? Es ist eine formale Frage. Es geht darum, ein Pestizid in seiner Zulassung noch mal zu verlängern oder eben jetzt die Verlängerung nicht zu erteilen. Und dass wir so heftig über das Zulassungsverfahren reden, liegt daran, was in diesem Zulassungsverfahren passiert. Es ist schon erstaunlich, wenn man sieht, welche Nähe zwischen den Herstellern von Pflanzenschutzmitteln und europäischen Zulassungsbehörden besteht, wenn man sieht, wie dort E-Mails hin und her gehen, wie dort vertraulich miteinander kommuniziert wird. All diese Vorgänge, von denen wir ja nur deshalb erfahren haben, weil dann in den USA eben diese Dokumente öffentlich gemacht werden mussten. Ganz besonders erstaunlich, meine Damen und Herren, ganz besonders erstaunlich ist dann aber der Vorgang, was beim Bundesinstitut für Risikobewertung passiert ist. Dass dort dieses Bundesinstitut hingeht und aus einer Stellungnahme für die eigene Stellungnahme seitenweise Wort für Wort kopiert aus einem Bericht des Herstellers und auch noch dessen Bewertung von Glyphosat nahezu eins zu eins übernimmt, das ist peinlich und stellt die Unabhängigkeit dieses Instituts infrage. Und ich sage auch ganz offen, und das teile ich auch, glaube ich, mit ganz vielen hier im Raum, ich bin mir nicht mehr sicher über die Gefährlichkeit von Glyphosat. Ich kann das nicht sicher einschätzen, wie gefährlich Glyphosat ist. Aber ich sage auch, im Zweifelsfall muss es ein klares Nein geben. Im Zweifelsfall, und da gibt es eben Zweifel genug zurzeit, da muss die Gesundheit maximalen Vorrang haben vor den wirtschaftlichen Interessen. Und ich sage Ihnen auch, Herr Höhne, so viel weiß ich ja auch, Glyphosat können Sie ersetzen durch den Grober, Sie können Glyphosat ersetzen durch den Flug, aber eins können Sie nicht ersetzen, und das ist Gesundheit. Das können Sie nicht. Und deshalb, Frau Ministerin Schulze-Vöcking, deshalb fordere ich Sie auf, setzen Sie sich mit uns dafür ein, dass es für Glyphosat keine weitere Verlängerung der Zulassung in Europa gibt. Denn, Frau Schulze-Vöcking, Sie sind nicht nur Landwirtschaftsministerin hier in Nordrhein-Westfalen, Sie sind auch zuständig für Verbraucherschutz, Sie sind zuständig für Umweltschutz und Sie sind zuständig für Naturschutz in diesem Land. Nehmen Sie das wahr, wägen Sie in der Gesamtheit ab, und dann können Sie nur mit uns zum Ergebnis kommen, dass Sie Glyphosat, die Zulassung verweigern. Aber Glyphosat, und das können Sie unserem Antrag ja entnehmen, der ist ja zweigeteilt, Sie werden ihn ja gelesen haben, ist nur ein Teil des Problems. Glyphosat ist zwar am heftigsten in der Debatte, aber wir haben insgesamt ein Problem mit Pestiziden. Und es gibt da einen massiven Zusammenhang Pestizide, Artenvielfalt, den wir seit Jahren diskutieren. Und immer wieder gab es den Vorwurf, wir wissen doch gar nicht genau, wie die Bestände runtergegangen sind, ob sie runtergegangen sind. Wir wissen aber jetzt, seit den Forschungsergebnissen, die wissenschaftlich noch mal überprüft worden sind, der Entomologen aus Krefeld, dass es einen Rückgang bei Insekten um 70-75% gibt. Das korreliert auch ganz hervorragend mit dem Rückgang der Bestände von Vögeln, die ja wiederum nahrungskettenmäßig damit eng zusammenhängen. Macht alles Sinn. Und ich glaube, es macht jetzt auch Sinn zu handeln und endlich eben eine Pestizidreduktionsstrategie zu fahren, endlich runterzukommen von diesem Verbrauch, der seit 30 Jahren stagniert, obwohl wir eigentlich gemeinsam mal ein Reduktionsprogramm, heute heißt das Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutz, dass wir hier endlich dazu kommen, das alles zu verbessern. Weiteres Abwarten brauchen wir nicht. Es ist Zeit, jetzt zu handeln.
Deshalb sagen wir, stimmen Sie unserem Antrag zu, stimmen Sie für ein Verbot von Glyphosat, stimmen Sie für bessere Genehmigungsverfahren, stimmen Sie mit uns für mehr Forschung und stimmen Sie für ein ambitioniertes Pestizidreduktionsprogramm. Wir bitten um Ihre Zustimmung.